Hi Leute und willkommen zu meinem ersten Schultag. Hallo Linda, sag mal Hi zu den Zuschauern. Heute im Video seht ihr, wie ich den ersten Schultag überlebt habe, aber fangen wir mal von vorne an. Erstmal mache ich jetzt den ganz normalen Kram wie Gesicht waschen, um überhaupt wach zu werden. Jetzt räumen wir noch schnell ein bisschen auf. Ihr guckt ja zu und ich muss zugeben, dass ich nicht jeden Tag mein Bett mache. Am liebsten würde ich mich jetzt einfach wieder ins Bett legen und verschlafen und sagen, ich komme nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal runter und gucke, was es zum Frühstück gibt. Welcome to Pancakes à la Mavi. Am ersten Schultag muss es natürlich Pancakes geben, sonst stehe ich erst gar nicht auf. Heute machen wir die Waffel Edition. Ich bin Profi, wie ihr seht, aber die von dem aus der Packung schmecken einfach so gut. Pancakes oder Waffeln ist mein absolutes Lieblingsfrühstück. Dazu Obst und Ahornsirup. So lecker. Meine Brotdosen sind auch da, die ich euch zeigen wollte. Die hier ist voll cool, weil die hat hier noch so ein extra Ding für Ketchup oder Soßen. Und hier kann man so ein paar Snacks rein tun und da unten dann so Salat. Hier ist noch so eine, ein Göffel. Dafür und den Gabel gleichzeitig. Und das kann man dann hier so reinstecken. Dann habe ich noch die hier. Die ist auch sehr cool. Die hat hier auch so kleine Fächer für Snacks. Und hier unten kann man auch noch Sachen reintun. Und das hier ist zum Beispiel für Joghurt oder auch so für Soßen. Da habe ich viel Platz, um viel Essen mitzunehmen. Die Brotdosen gibt es bei Amazon. Und das sind meine beiden Trinkflaschen. Die gibt es in meinem Shop, verlinke ich unten in der Infobox. Weil die hier make the world a better place. Und dann auch die. Außerdem habe ich für euch neue Sweater, Back-to-School-Tasse, T-Shirt und es gibt auch ganz neue coole Motivations- und Klausurenplaner, alles was man so für Back-to-School braucht. Ich hoffe, sie werden euch ganz viel helfen und den Link findet ihr wie immer in der Infobox. Ja, könnt ihr gerne mal abchecken, die sind sehr, sehr cool. So, in der Schule mache ich nicht so viel Make-up. Ich mag das nicht, wenn das alles so voll geklatscht ist dann. Ich mache nur ein bisschen Concealer meistens drauf und dann so ein bisschen diesen clean girl Make-up-Look. Ein bisschen Wimperntusche und das war's auch schon. Und ja, das ist eigentlich schon mein Make-up. Und Puder mache ich auch immer drauf, weil es immer so warm ist im Klassenraum und dann glänzt man so schön.
was ich jetzt gemacht habe, ist ein bisschen Concealer, Lippenpflege, Augenbrauengel, Wimperntusche, Bronzer und Puder. Das war's. So, Make-up ist fertig und ich mache jetzt meine Haare auf und ich hoffe, meine Curtainbangs sehen nicht allzu schlimm aus, die ich mir geschnitten habe, wegen den Locken. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das umgestylt ist. Mal schauen, das wird schon irgendwie gehen. Ach, das geht doch. Tada! Mein Hairstyle for today. Ich glaube, ich mache so ein paar Zöpfchen noch rein. Das könnte schön aussehen. Ich liebe diese Zöpfchen ohne Haargummi. Das finde ich voll praktisch. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, ich lade euch mal auf meinem Shorts-Kanal Tutorial hoch. Ich glaube, wenn das Video rauskommt, ist es auch schon online. Okay, jetzt muss ich mich tatsächlich ein bisschen beeilen, weil Videofilmen und dabei fertig machen dauerte doch länger, als ich dachte. Also lass uns mal schnell das Outfit anziehen, was ich gestern rausgesucht habe. Okay, ich habe mich ja für diese Jeans hier entschieden, für die Low-Waist Jeans mit diesen coolen Taschen hinten. Und dazu das Top hier mit den Blümchen. Und ich hatte auch noch so einen Cardigan mir rausgesucht, hier, falls es in der Klimaanlage ein bisschen kalt wird. Obwohl, euch das wird jetzt so warm, ne? Ich glaube, es wird 31 Grad und ich glaube, ich werde ziemlich schwitzen, weil wir haben letztes Jahr auch immer so geschwitzt. Zum Glück haben wir Klimaanlage im Klassenraum, aber draußen auf dem Schulhof ist es schon brutal in der Sonne. Wir haben auch so wenig Schattenplätze nur. Ja, das werde ich wahrscheinlich nur im Klassenraum dann brauchen. Also, let's get dressed. Tada, das ist mein Outfit of the day. So sieht es aus. Ich finde es super cute und ich finde es passt perfekt für den ersten Schultag. Ist nicht zu, oh mein Gott, ich will richtig cool aussehen. Finde ich sehr süß. Jetzt ziehe ich noch meinen Schmuck an. Ich glaube, ich mache heute irgendwas mit Pink. Jetzt kommt der ultimative Trick, wenn ihr euer Armband selber zumachen wollt, macht so eine Haarnadel da rein. Dann könnt ihr das so in eure Handfläche legen, das so festhalten. Dann könnt ihr es hier besser zumachen. Dass ich Socken anziehe nach 3 Monaten. Oh. Guck mal, ich finde die, die habe ich in die Waschmaschine getan. Jetzt sind sie wieder schön weiß. Sind jetzt Vintage-Converse. Bye, bye. Ne? Wie geht es dir? Wir haben die gleichen Schuhe. Mir geht es sehr gut. An. Wir haben beide Chucks an. Wahrscheinlich macht er Freundesnaps. Müssen wir in die Kirche, ja, ne? Ja, wir beten. Nein. Wir beten jetzt. Nein, wir gehen jetzt in die Kirche. Hier, möchtest du sagen, wie dein erster Schultag war? Also ich fand den Schultag sehr toll. Ja, ich auch. 1+. Ich habe mich gerade nochmal umgezogen, weil wir gehen jetzt essen. Back to school essen. Zur Feier des Tages gehen wir Burger essen. Das ist mein Outfit. Das ist beides von Brandy. Ich habe hier einmal dieses blaue Shirt angezogen mit dieser weißen Sweatshirt-Hose, aber ich hatte keine Lust, jetzt noch eine unbequeme Jeans anzuziehen. Und hier sind wir schon bei meinem Lieblingsburgerladen Badai Corner. Wenn ihr mal auf Mallorca seid, geht da unbedingt vorbei. Vielleicht treffen wir uns ja. So, unsere Burger sind da. Sieht sehr lecker aus. Wir warten noch auf unsere Patatas Fritas. Ich habe heute sehr schlechtes Spanisch gesprochen. Ich wollte so auf Spanisch bestellen. Und der Typ hat so gedacht, so, what do you want? So auf Englisch, weil er hat mein Spanisch nicht verstanden und ich habe mich sehr gemobbt gefühlt. Weil ich habe mir voll Mühe gegeben, mit ihm Spanisch zu sprechen, aber mein Burger ist da, das ist die Hauptsache.
So, es war sehr lecker. Nur jetzt bin ich total müde. Wir fahren jetzt schon nach Hause. Und morgen ist er dann wieder Schule. Und das war's jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und abonniert auch mal meinen Kanal, Leute. Ich sehe das. Und es ist kostenlos. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. We're doing it all. The feeling is so